Willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter aus dem legendären Café Federal, hier direkt gegenüber vom Bundeshaus. Wir reden hier einmal in der Woche über aktuelle politische Themen. Und mein Gast heute ist der Stefan Rietiker. Er ist Arzt, Medtech-Unternehmer und Gründer von der Plattform InsideCorona.ch, wo sich in dieser Debatte um die Pandemie beteiligt. Und ich wollte mit ihm auch über die neuesten Entwicklungen im Thema Corona diskutieren. Zuerst nehmen wir aber wie immer ein Glas Weisse. Ich habe einen Chardonnay aus der Ardèche ausgewählt, einen Franzose. Ich habe die noch gern, erinnert mich an französischen Sommer, an eine schöne Terrasse. Vielleicht ein Stück Käse, das jetzt fehlt, weil wir müssen noch etwas diskutieren. Freut mich, dass Sie gekommen sind. Danke vielmals für die Einladung. Merci. Zum Wohl. Ja. Fein. Ist gut? Ja, ja. Fein, ja. Tipptopp. Jetzt ist es möglich, dass wir in Zukunft hier im Café Federal vielleicht nur noch uns treffen für diese Sendung, wenn wir ein Zertifikat vorweisen. Das hat der Bundesrat gestern angeschoben, eine Vernehmlassungsvorlage rausgeschickt. Wie tönt das für Sie, die sich seit 18 Monaten mit dem Thema auseinandersetzen? Ist das etwas, ein logischer Schritt, ein nötiger Schritt? Oder? Ja, man muss immer anschauen. Selbstverständlich wäre es einfach, wir müssen gar nichts machen. Aber wenn man vor der Wahl steht, allenfalls wieder einen Lockdown müssen zu machen oder allenfalls mit einem Covid-Zertifikat das zu gehen, dann tendiere ich eindeutig auf das Covid-Zertifikat. Man muss aber aufpassen, und das ist jetzt wesentlich, dass das Covid-Zertifikat nicht missbraucht wird, um Personen, die bereits genesen sind, zu diskriminieren. Und das passiert, oder? Wenn Sie ein Covid-Zertifikat wenden und über nicht können, wirklich zweifelsfrei nachweisen können, wenn Sie vielleicht die Belege nicht mehr haben, dass Sie Covid-Infektion durchgemacht haben, oder man eine arbiträre Grenze setzt und sagt, ja, die Covid-Infektion ist 6 Monate zurück, ergo gilt sie nicht mehr, fertig. Okay. Und das geht nicht, weil neue Studien klar zeigen, und nicht aus der Schweiz, leider haben wir in der Schweiz viel zu wenig Studien, sondern in anderen, im Ausland, die zeigen unmissverständlich, dass solche Personen, die die Infektion durchgemacht haben, wesentlich besser geschützt sind als solche, die geimpft sind. Das sehen wir jetzt ja auch, dass die Wirksamkeit der Impfungen massiv abnimmt. Also ein Covid-Zertifikat, das fair ist, ja, aber nicht ein unfaires und nicht auf dem Hintertürli wollen, einen Impfzwang ausüben. Haben Sie das Gefühl, wir sind schon an dem Punkt, wo wir vor der Wahl stehen, Zertifikatspflicht eben in ganz vielen Lebensbereichen oder Lockdown? Oder sind wir da noch weiter weg? Ja, also im Zusammenhang mit dieser Delta-Variante, die ja zum Teil auch durch unsere Behörden total missverstanden wird, ist natürlich, und man sieht es jetzt auch in den Medien, da wird Angst gemacht, Angst geschürt, und die tut sich natürlich wieder übertragen auf die Bevölkerung. Und ich denke, wenn man das richtig macht und fair, ist das kleiner ein Übel. Dann sollte man unbedingt das machen. Was man mit allen Mitteln verhindern ist wieder die falsche Strategie von einem Lockdown, wo es dazu auch wissenschaftliche Daten gibt, dass der Lockdown überhaupt nichts bringt. Da kommen wir vielleicht noch darauf zurück. Jetzt nimmt mich wunder, die Argumentation vom Bundesrat und auch teilweise von der Wissenschaft ist ja, die Impfquote in der Schweiz ist zu tief. Und darum machen wir die Zertifikatspflicht. Also sozusagen zum, man hätte es auch lesen können, Druck ausüben auf die Ungeimpften, dass sie sich impfen. Ist das richtig? Jetzt muss ich Ihnen mal etwas sagen. Das, was wir als Wissenschaftler bezeichnen in der Taskforce, das ist eine Lachnummer. Da muss Wieso? Ich einfach sagen, weil das, was die erzählen, ist derart unwissenschaftlich und wahrscheinlich politisch motiviert, das kann man nicht ernst nehmen. Also die Taskforce, die kann man auflösen. Es hat es streichen, die braucht es nicht. Was braucht es denn? Was es braucht, ist saubere wissenschaftliche Daten. Und um das fundieren sich die Damen und Herren. Die haben überhaupt keine Kohortenstudien durchgeführt, die ein gewisses Renommee haben. Sie zitieren falsch Daten aus dem Ausland. Das ist eine Lachnummer, was wir da haben. Jetzt muss man mir erklären, was wären denn so Kohortenstudien gewesen? Ja, indem man zum Beispiel einmal würde signifikant einmal nachweisen, wie lange die Antikörper vorhanden sind. Wenn man den Immunstatus einmal erheben, auch den T-Zell-Status gerade auch von Jüngeren, und wenn man nicht einfach eine Empfehlung abgeben, wir impfen jetzt breit,
gehauen oder gestochen, ob jemand schon infiziert war oder nicht, riskieren Immunreaktionen. Das ist absolut unprofessionell. Und jetzt komme ich zu etwas ganz Wichtigem. Wir haben hauptsächlich Nicht-Mediziner in diesen Taskforces. Das ist hauptsächlich. So. Nicht nur, aber Statistiker, hauptsächlich. Statistiker, Mathematiker. Genau. Ja. Jetzt muss ich Ihnen einfach sagen, Medizin und Biologie ist keine exakte Wissenschaft. Es gibt keine 100%. Medizin ist ein Fachgebiet, das zu 50% auf Wissenschaft, Naturwissenschaft beruht und zu 50% auf Evidenz und Intuition. Letzteres ist ganz wichtig. Und wenn man einfach sagt, in der Biologie gibt es 100%, dann wird man mit so einem binären System werden sie fehlen. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Also ist das auch der Grund, warum die Prognose sich in den meisten Fällen falsch herausgestellt hat? Ja gut, das liegt einfach daran, dass die statistischen Modelle von Anfang an falsch waren. Und wir haben das immer moniert. Und ich muss leider sagen, unsere statistischen Modelle, die wir auch publiziert haben, die sind einfach mehr oder weniger richtig gewesen. Ich habe Mühe damit, dass intelligente, habilitierte Biostatistiker solchen Schwachsinn verbreiten. Da habe ich also echt Mühe, weil die sind ja intelligent. Die haben ja alle mal ein Studium absolviert und sich habilitiert. Wieso die solche falschen Prognosen herauslassen können, wo nun also wirklich jeder Gymnasiast im vierten Gymi merkt, dass es nicht stimmen kann, das ist wirklich für mich unverständlich. Aber es ist ja gleich so, oder wer geimpft ist, hat deutlich weniger schweren Verlauf, oder? Und es heisst jetzt in den Spitälern, sie gibt vor allem Ungeimpfte. Also ich kann mir dann die Pandemie kann man ja schon eingrenzen, indem Leute, die jetzt nicht geimpft sind, sich noch impfen. Das ist das Ziel. Also das stimmt nicht, was Sie sagen. Da muss ich Ihnen widersprechen. Und es gibt gerade jetzt eine Studie aus Schottland, es gibt eine Studie aus Israel. Und ich muss Ihnen einfach sagen, in grösseren Kollektiven im Ausland ist die Mehrzahl der hospitalisierten Patienten ist geimpft. Und nicht, aber nicht geimpft. Ist das nicht so, weil natürlich, wenn die Durchimpfung hoch ist, dann sind auch mehr Geimpfte in den Spitälern? Das würde stimmen, das würde stimmen, wenn die Wirksamkeit gegen 100% wäre von den Impfungen. Wir merken aber, dass jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Pfizer-Impfstoff, der ist unter 50% wirksam bei der Delta-Variante, der Moderna bei etwa 60%. Nehmen wir mal das Beispiel 95% Wirksamkeit. Was heisst das? 4 Millionen Schweizer sind geimpft. Wenn 5%, wenn es bei 5% nicht wirkt, heisst das, dass 200'000 von diesen Geimpften können nochmal sich infizieren mit dem Delta-Virus. Wenn es aber eben 40% Wirksamkeit hat auf das Delta-Virus, heisst das 60%, das heisst theoretisch 2,4 Millionen könnten nochmal infiziert werden mit Delta. Und im Fall von Moderna ist es weniger. Und diese Zahlen kann man einfach nicht vernachlässigen. Warum sind denn die Impfstoffe weniger wirksam, als man am Anfang angenommen hat? Was ist denn, ist das rein wegen dieser Variante? Oder ist das, ich möchte eins noch klarstellen. Ich bin absolut der Meinung, dass Impfungen ein Segen sind für die Menschen. Also wir haben Pocken ausgerottet, wir haben Kinderlähmung ausgerottet, es hat mehrere Kinderkrankheiten, wo wir sehr, sehr effektiv mit Impfungen behandelt. Ich bin ein Befürworter von Impfungen. Ich habe mich auch mal zitieren lassen in einem Forum, wo ich gesagt habe, Ärzte, die nicht eine Masernimpfung befürworten, sollten ein Diplom ziehen. Ich habe dann auch einen Shitstorm natürlich geerntet, aber das ist mir gleich. Also ich bin für Impfung. Aber jetzt kommen wir dazu. Die Impfungen hat man unter einem enormen Zeitdruck. Die jetzige Covid-Impfung. Vor allem die mRNA-Impfungen. Und was wir jetzt sehen, ist nach wie vor, wir sind noch in einer Versuchsphase. Wir haben noch zu wenig Daten, um wirklich zu sagen, ja, funktioniert es und wie funktioniert es. Wir haben vor allem Nebenwirkungen. Da mache ich mir grosse Sorgen. Ich weiss von vielen Jungen, die ich selber weiss, die schwere Nebenwirkungen hatten, gerade aufgrund von diesen mRNA-Wirkstoffen. Ich selber hatte eine Nebenwirkung, eine Thrombose, aufgrund des J&J-Impfstoffs. Also, mir ist das auch passiert. Aber die Jungen, und dort muss eine Risikoabwägung geben, was ist gefährlicher? Das Risiko von schwerwiegenden Nebenwirkungen. Und mit schwerwiegenden Nebenwirkungen meine ich nicht 40 Grad Fieber. Das haben ja viele gehabt, vor allem nach der zweiten. Das meine ich nicht. Aber Fieber wenn ich, wären so zwei Tage oder so, Aber wenn ich von einem 16-jährigen Mädchen gehört habe, wo eine Embolie im einen Auge hat und teilerblindet ist und bleibt, und das sind mehrere Fälle gewesen,
Und nachher heisst es, ja, das hat nichts mit der Impfung zu. Das ist eine Frage, ja, wie 36. Kausalität und Korrelation. Ja, sind immer die, die das Narrativ bestimmen, die dann sagen, ist die Nebenwirkung gültig oder nicht. Oder? Okay. Und das ist nicht sauber, das ist nicht wissenschaftlich. Es kann schon sein, dass eine Nebenwirkung auch spontan oder wegen Antibabypillen oder anderen Gründen auftritt. Das kann schon sein. Aber eine Kausalität zu verneinen, ohne eine saubere Abklärung gemacht zu haben, das ist unwissenschaftlich, das ist unprofessionell und unethisch. Mhm. Aber jetzt, Sie befürworten den Impfstoff, jetzt sagen Sie einfach, das ist noch sehr schnell gegangen. Darum gibt es noch die Nebenwirkungen. Wie ist denn das? Dann sollte es ja besser werden mit der Zeit. Also dann ist dann die nächste Impfung besser. Oder was läuft denn da in der Wissenschaft? Also es laufen die Impfungen, werden entwickelt in anderen Firmen, die einfach sich mehr Zeit lassen. Mhm. Und sind weniger schnell raus. Und wir hoffen auf 2-3 Impfstoffe, dass die ein besseres Nebenwirkungsprofil haben, ein besseres Wirksamkeitsprofil. Und was man natürlich muss sagen ist, das Virus, das tut sich natürlich verändern, ähnlich wie man das beim Grippevirus sieht. Also wird man statt einem Booster, der jetzt propagiert wird, der natürlich wieder viel Geld in die Firmen hineinspült. Wo glaube ich, wenn ich es richtig verstanden, das Gleiche wäre, der gleiche wär, Stoff, ja, oder? Müsste man natürlich einen anpassen, oder? Gerade auf die Delta-Variante. Mhm. Und das wird völlig ausblendet. Und das ist unwissenschaftlich. Das hat einfach mit Impfen nichts zu tun, sondern das ist Dilettantismus pur. Mhm. Und aber wie würde man denn vorgehen, um das genauer eruieren, was die Impfstoffe für Nebenwirkungen haben? Was muss man, ja, macht das Swissmedic nicht? Ich habe gemeint, da gäbe es ein Formular und der Arzt das ausfüllen. Ja. Also, das BAG, ich weiß nicht, wer zuständig ist, aber das BAG gibt ja selber zu, dass die Dunkelziffer bei den Nebenwirkungen so hoch ist, sie können es nicht erfassen. Mhm. Und ich meine, ein Bundesamt, das noch mit Fax operiert, kann man ja nicht ernst nehmen im digitalen Zeitalter. Das muss ich also schon mal sagen. Und ich meine, wenn Sie auch die Auswahl anschauen von Leuten, die in dem BAG arbeiten, das sind ja Leute, die in der freien Wildbahn bestehen können und gehen dann noch dort hin und da vor sich einwerkeln. Also Entschuldigung, die kann man nicht ernst nehmen. Und da müssen wir ein zentrales Nebenwirkungszentrum erheben, wo die Nebenwirkungen nach einem vorgegebenen Modus digital erfassen und auswerten. Dass man eben auch, gerade mit künstlicher Intelligenz, könnte man sehr viel herausfinden. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Es hat junge sportliche Männer, Ausdauersportler, die sehr oft sehr schwer erkrankt sind. Da muss man sich doch fragen, wieso. An Corona. Corona. Mhm. Da müsste man sich doch fragen, eigentlich keine offensichtliche Risikogruppe. Mhm. Wieso sind die krank? Ich meine, da müsste doch die wissenschaftliche Neugierde müsste doch da oben aufschwingen, wie gewisse Leute. Aber die machen nicht, aber die machen das nicht. International auch nicht, oder? Weniger, aber in den USA mehr. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Leute haben vielleicht Hormone genommen, sie haben vielleicht andere Stoffe genommen, um fitter zu sein, ich weiß es nicht. Aber dem müssen wir nachgehen und das Risikoprofil eruieren. Und das gibt es. Das wird einfach nicht gemacht. Das wird einfach hingenommen und man wurstelt weiter. Mhm. Das finde ich absolut inakzeptabel. Mhm. Ein Risikoprofil ist ja, glaube ich, klar. Das sind eben Menschen über 80 oder so, die schon Vorerkrankungen haben. Ja, wahrscheinlich auch über 65. Ich meine, wie gesagt, ab 60 muss man sich fragen, oder? Und wenn sie dann noch eine Hypertonie haben, also hohen Blutdruck, Diabetes, wenn sie ein BMI von 30 haben oder darüber, gibt es noch ein paar andere Sachen, dann muss man sich fragen, oder dann ist man sicher Risikogruppen und dann ist das Risiko an Corona zu kranken sicher viel, viel höher, als wenn sie eine Nebenwirkung haben. Also eben dort machen sie auch die Abwägung. Das ist auch interessant, das hat Konstantin Beck, den ich hier im Gespräch hatte, vor einem Monat auch gesagt. Also ich meine, dort lohnt sich die Impfung nur schon, halt weil, sagen wir, das Risiko ist so gross, in dem Fall ist auch die Risikodezimierung gross, der Nutzen ist gross und darum ist das Gleichgewicht mit den Nebenwirkungen oder der Nutzen im Vergleich zu den Nebenwirkungen gut. Oder? Das würden Sie auch sagen? Also Risikogruppen allen Alters gehören in meinen Augen geimpft. Mhm. Bei den anderen würde ich sagen, also unter 30 gehen impfen, das finde ich ethisch nicht in Ordnung. Muss ich sagen, das ist auch nicht nötig. Mhm. Wenn aber jemand das freiwillig will, dann kann er das machen. Aber da, wenn ich höre, dass da mit Bus von Schulen anfahren und die Schüler da fast wollen, zwingen, an den Eltern vorbei noch zu impfen, also das ist fast ein Straftatbestand. Also wenn das jemals bei einem Kind von mir passiert wäre, wäre ich rechtlich vorgegangen gegen Behörden. Das ist absolut, das ist die Idee nicht ist, dass man dann so die Infektionskette stoppt. Ist das nicht? Ist das völlig falsch? Oder ist das? Ja, die Infektionskette können Sie auch stoppen, indem Sie eine Herdenimmunität anbringen. Und zwar eine natürlich immunisierende. Und das wäre viel gescheiter gewesen. Und das war der grosse Fehler von der Behörden, dass man nicht die Risikogruppen geschützt hat und alle anderen
eine aktive Immunisierung erlebt hat. Mit dem hat man wahrscheinlich auch können Varianten in diesem Ausmaß verhindern. Aber das haben die nicht begriffen. Aber dann hat man ja nicht unbedingt, also dann hat man ja keinen Lockdown müssen machen. Dann hat man wirklich eigentlich die ärztliche Versorgung und jetzt die Impfung wirklich auf Leute, sagen wir, ab 60 konzentrieren. Also wir haben von Anfang an gesagt, der Lockdown in dieser Form, wie man ihn gemacht hat, ist falsch gewesen. Aber wenn man gesagt hätte, man hätte, und dort haben wir dann wieder von Solidarität geredet, wenn man die älteren Leute geschützt hätte, oder, und die anderen durchimmunisiert hätte und nachher mit der Impfung gekommen wäre, dann wäre das ein wesentlich humanerer und auch solidarischerer Weg gewesen. Im Übrigen gibt es noch andere Therapiemodalitäten und die werden immer ausblendet. Es gibt zum Beispiel den Antikörpercocktail von der Roche, es gibt Remdesivir, es gibt Ivermectin, es gibt Hydrochloroquin. Das ist aber zur Behandlung, oder? Ja, aber die müssen wir auch einsetzen, oder? Und auch Dexamethason. Und man hat natürlich am Anfang aus einer Angst raus, und das verstehe ich auch, die Ärzte haben ja keine Erfahrung mit dieser Krankheit, haben sie viel schnell aggressiv beatmet und auch intubiert. Das hat natürlich zu gewissen Problemen geführt und wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, man hätte gewisse Medikamentencocktails. Das macht man, glaube ich, auch heute weniger, oder? Ja, ein bisschen weniger. Aber ich meine, man könnte auch statt impfen, könnte man auch prophylaktisch eben auch zum Beispiel so einen Cocktail geben. Mhm. Und das ist zwar relativ teuer, aber ich meine, Kosten spielen im Moment eh keine Rolle. Mhm. Und das wird grundsätzlich natürlich von der Impflobby und auch von unserer Taskforce wird das verneint. Und das ist ein anderer Punkt, den ich machen muss. Die Taskforce hat schon Klappen noch. Die haben ein Narrativ. Und das wird durchgezogen, alles andere wird verworfen. Und was noch viel schlimmer ist, ist, dass ich gelesen habe, dass BAG offensichtlich eine Truppe hat, intern, die nichts anderes macht, als in Facebook und anderen Social Media Tweets löschen, die den Narrativ nicht verkörpern vom Mainstream. Oder? Und das ist natürlich total antidemokratisch. Das verhindert natürlich Debatten, oder? Ja, wir müssen eine Debatte haben. Ja, ja, ja. Und wir müssen auch hören auf andere. Jetzt müssen wir noch ein bisschen über die... Das Ziel ist ja, die Überlastung der Spitäler zu verhindern. Oder? Es ist... Von was für einer Überlastung redet ihr? Ja, eben, also ich mache jetzt Advocatus Diaboli. Oder? Und also die Behörde des BAG, der Alain Berset, sagt, oder es brauche ich noch, glaube ich, eine Verdreifachung von diesen Fällen und dann, glaube ich, nochmal eine Verdoppelung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann wären die Intensivpflegeplätze am Anschlag. Also gut, kommen wir mal zu den Fakten. Mhm. Ich habe das angeschaut, im Hinblick auf das Gespräch. Fakt ist, wir haben am Peak 1500 Intensivbetten gehabt. Mhm. Wir haben dann, aus Gründen, die sich mir entziehen, angefangen abzubauen, sodass wir noch 1100 und etwas hatten. Und jetzt haben wir 871 Intensivbetten in der Schweiz. Genau, das ist glaube ich ausgewiesen in dem ICU-Monitoring. Ja, ICU-Monitoring. Genau. Also, da soll mir mal jemand erklären, wieso wir während einer Pandemie, wo wir wissen, dass wir allenfalls auf eine Welle wieder zu könnten gehen, wieso wir Intensivbetten abbauen. Und dann behaupten, vor dem Hintergrund, die Zahlen sehen noch viel schlimmer aus oder könnten noch schlimmer oder auf dem gleichen Level sein, wie hier, wo wir 1500 Betten hatten. Das ist einfach unredlich. Jetzt da muss man dazu stehen. Ja. Jetzt komme ich aber noch zu etwas. Wir haben die Zahlen angeschaut. Zur Zeit des Peak sind über das gesamte Spektrum von Intensivbetten im Durchschnitt nicht mehr als ein Drittel durch Covid-Patienten besetzt gewesen. Das ist so. Die Überlastung ist nie so wahnsinnig. Intensivbetten sind immer am Anschlag. Oder meistens. Intensiv heisst eben, das kann jemand sein mit einem Herzinfarkt, das kann sein mit einer chronischen Lungenerkrankung. Es kommt dann alles zusammen. Dass natürlich Covid sicher nicht zur Entlastung geführt hat, ist klar. Und was man muss sehen ist, und was passiert, und das weiss ich von verschiedenen Spitälern, es werden Leute, die mit Covid eingeliefert werden, beziehungsweise nicht mit Covid, oder sie sind vielleicht positiv getestet, haben aber gar keine Covid-Symptomatik, die werden als Covid-Patienten gelabelt. Das ist einfach nicht korrekt. Mhm. Also da gibt es ja die Studien, ich glaube in Großbritannien, dass ungefähr die Hälfte der Fälle wird entdeckt, weil sie wegen etwas anderem ins Spital gehen. Und dann müssen sie routinemässig einen PCR-Test machen, auch zum können wissen, ob sie vielleicht ein Virus ins Spital bringen. Ist ja logisch, dass man den Test macht. Ich bin noch nicht dagegen.
Aber egal, über den PCR-Test müssen wir dann auch noch reden. Das würde ich dann gerade anfangen. Aber das ist ja, also, mir geht es in dieser Pandemie ein bisschen so, dass immer wieder, wenn ich das Gefühl habe, auf diese Zahl muss ich schauen, stellt sich früher oder später heraus, dass man auf diese Zahl auch nicht schauen kann. Oder? Ich meine, wenn die Hospitalisationen eben auch so... Am Anfang haben wir auf die Fallzahlen geschaut, ist ja nicht verlässlich, wegen dem PCR-Test. Und dann haben wir auf die Hospitalisationen geschaut, wir haben auf Positivitätsraten geschaut, die hängt von der Teststrategie ab. Auf was soll man denn schauen? Ja gut, also Intensivbetten ist sicher einer der Parameter. Das haben wir ja bei Inside Corona von Anfang an gesagt. Das Zweite ist Todesfälle. Ja, Todesfälle sind ja zum Glück sehr tief. Und immer noch? Das ist ja das Glück und Gott sei Dank. Mhm. Und jeder, der stirbt, ist einer zu viel. Da sind wir uns einig. Aber wir müssen bitte schön auch redlich sein und nicht an diesen Zahlen herummanipulieren. Und das ist jetzt also zuhauf passiert, weil niemand entweder Kontrolle hat wollen haben oder sie hatte oder man hat es bewusst gefälscht. Und was ich nicht verstehen kann, ist, wieso man die Intensivbetten von 1500 auf 871 runtergeschraubt hat. Ich kann nicht wahrscheinlich verstehen, hat man sie nicht gebraucht. Ja gut, aber dann soll niemand von Überlastung reden. Mhm. Was wir aber haben, und das muss ich also auch erwähnen, das hat aber nichts mit Covid zu tun. Wir haben eine Misere beim Pflegepersonal. Mhm. Das Pflegepersonal ist das wird auch immer nicht gesagt. Adäquat bezahlt. Mhm. Sie sind nicht motiviert, zum Teil völlig berechtigt. Und dort muss man Remedur schaffen. Das hat aber nichts mit Covid zu tun. Mhm. Das war schon vor Covid der Fall. Mhm. Und das finde ich eine ganz billige linke Polemik, die wir hier haben. Und mit dem müssen wir aufhören. Aber wir müssen auch etwas machen. Und das wäre am Berset seine Pflicht. Mhm. Aber dort versagt er total. Einfach eine bessere Bezahlung? Oder was würden Sie noch machen? Ja, Sie so Arbeitsbedingungen. Es gibt auch Sachen, die Ihren Alltag einfacher machen. Und dann muss man auch schauen, dass die Arbeitsbedingungen, sprich Salär, sprich Ferienregelung, sprich Überzeitregelung. Sie haben Überzeit im Spital, das bringt es naturgemäß mit sich. Ja, aber das muss man dass kompensieren. Dass man grosszügig ist, wir haben das Interesse daran. Da muss man nicht einfach eine staatliche Bezahlungsnorm einführen, sondern muss man ein bisschen Flexibilität hineingeben, ein bisschen Leadership verlangen und auch den Leaders im Spital einen gewissen Handlungsspielraum geben. Mhm. Können Sie mir sagen, warum das Pflegepersonal geht? Ausgerechnet wenig geimpft ist? Und wie, ja, wäre das nicht wichtig, dass das Pflegepersonal geimpft wäre? Ja, also ich kann nicht beurteilen, wie viel das... Ja, man weiß es nicht, aber es heisst immer wieder. Ja, es heisst noch viel. Aber wenn es so wäre, müsste man sagen, dann trauen sie einfach deren Impfung nicht, weil sie mehr wissen und einfach dem nicht glauben. Ich meine, schauen Sie, wenn das BAG anregt, dass man auf dem Bundesplatz da außen Kuchen verteilt, um die Leute motiviert zu impfen. Ja. Da muss ich sagen, also Schwachsinn. Das tut höchstens das... Was braucht es denn? Nein, ja, was es braucht, ist, dass man eben Fakten auf den Tisch legt. Und ich meine, alle Leute merken ja, dass die Impfung nicht so gut wirkt. Ich meine, wenn wir doch ganz ehrlich sind, wieso? Man redet von Durchbrüchen. Mhm. Aber es sind keine Durchbrüche, sondern es sind eben die, wo die Impfung nicht wirkt. Und wenn es eben 5% sind, dann wäre es ja noch okay. Wenn es aber 40% sind, dann oder 60%, dann haben wir das Problem. Sollte ich mal einen anderen stehen und sagen, die Impfung die wirkt nicht genug. Man muss eine neue Impfung haben oder man muss sie anders anpassen. Aber das sagt niemand, sondern man sucht Ausreden, ja, Durchbrüche und das, Pandemie der Ungeimpften. Das ist Schwachsinn. Das stimmt einfach nicht. Mhm. Das war Roger Köppel, der Pandemie der Ungeimpften gesagt hat. Also, ich schätze Roger Köppel sehr. Ich weiss nicht, welcher Teufel ihn geritten hat, das Statement zu machen. Ich hoffe, dass er irgendwann einmal Zahlen anschaut und dann wieder auf den Pfad der Tugend zurückkommt. Und jetzt gehen wir Richtung Winter. Wir alle wissen, dass so Viren eigentlich den Sommer nicht so gerne haben und im Winter unter Umständen eine Gefahr oder so eine Pandemie wieder an Fahrt aufnimmt. Wie beurteilen Sie das, was uns bevorsteht? Tja, wenn wir neue Impfstoffe bekommen, die ein besseres Sicherheitsprofil haben, dann könnten wir wirklich dazu übergehen, durchzuimpfen. Bin ich der Meinung, dass das sicher helfen würde. Was natürlich nicht hilft, ist die ganze PCR-Testerei. Und da muss ich jetzt auch noch etwas dazu sagen. Ja. Nicht der PCR-Test ist absolut ungeeignet, weil er in den verschiedenen Labors unterschiedlich durchgeführt wird. Oder sie haben unterschiedliche Anzahl Zyklen. Genau, haben wir mal das heisst, geschrieben darüber im Nebelspalt. Ja, habe ich auch darüber geschrieben. Ja. Oder? Also, und interessanterweise wissen das Industrievertreter zum Teil nicht. Im BAG haben sie mich gross angeschaut, als ich einmal telefoniert habe und gesagt habe, wie viele Zyklen wir denn als Norm geben, damit die Resultate vergleichbar sind.
Der Nachteil des PCR-Tests ist, dass er zwischen Inokulation und Infektion nicht unterscheiden kann. Das muss man auf Deutsch sagen. Also Inokulation heisst, ein Virus besiedelt einen. Mhm. Also Viren sind ubiquitär, überall sind Viren. Aber es heisst nicht, dass der Körper wegen dem krank ist. Mhm. Und eine Infektion heisst, oder, der Körper muss sich mit dem auseinandersetzen. Mhm. Oder? Und jetzt gibt es noch das von diesen symptomlosen Kranken. Also, diesen Schwachsinn habe ich also vor Covid noch nie gehört. Aber das heisst, das gäbe es? Das gibt es einfach nicht. Das ist einfach medizinisch. Das ist medizinisch ein Schwachsinn. Mhm. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wer das herausgefunden hat. Das gibt es einfach nicht. Aber damit will man ja sagen, es gibt Leute, die das Virus in sich haben und es einfach weitergeben können, aber vielleicht kein Symptom haben. Oder so, das will man ja ausdrücken. Gibt es das also, auch? Das Virus ist ubiquitär und in dem Sinne kann man es ja. Aber ich meine, das mit dieser Virusschleudern, das ist einfach medizinisch, das ist nicht erwiesen. Oder? Mhm. Und das ist in meinen Augen ein Schwachsinn. Und da hat es noch andere, die das auch sagen. Mhm. Und mit dem müssen wir mal aufhören. Mhm. Man ist, wenn man krank ist, kann man relativ asymptomatisch sein oder wenig Symptome haben. Oder man kann eben sehr starke Symptome haben. Aber die Mehr da von diesen symptomlosen Kranken, es tut ja den Krankheitsbegriff strapazieren. Was ist krank? Ja, sind sie krank, wenn sie einen Laborwert haben, wenn ihr Cholesterin ein bisschen höher ist, aber sonst ist alles wunderbar, sind sie dann krank? Mhm. Ich habe in der Medizin noch gelernt, man sagt, man tut Laborwert nicht primär behandeln, sondern Symptom. Und das finde ich... Das hat man jetzt ein bisschen über den Haufen geworfen. Jetzt tut man Fallzahlen bekämpfen. Ja, das hat vor allem die Taskforce, die eben eigentlich keine ist, die hat das über den Haufen geworfen. Und da müssen wir auch mal aufhören damit. Was soll man denn Ihrer Meinung nach jetzt dringend machen, wenn wir Richtung Winter gehen? Was braucht es dringend an Vorbereitung und an Massnahmen vielleicht? Also in meinen Augen braucht man schon lange einen valablen Antikörpertest und einen T-Zell-Immunitätstest, dass man mal kann von einer breiten Bevölkerung der feststellen kann. Genau. Und die, wo der erfüllt, wo Antikörper haben in genügender Anzahl oder T-Zell-Immunität, die soll man einfach in Ruhe lassen. Die sollen leben, keine Maske, keine Impfung, in Ruhe lassen. Mhm. Fertig. Und alle anderen, je nach Risiko, bei Jüngeren, sagen wir mal unter 30, wer halt will impfen, soll impfen. Wer nicht will impfen, den soll man auch in Ruhe lassen. Die sollen durchsucht werden. Mhm. Durchsucht ist ein schlechter Ausdruck, ich würde sagen, aktiv immunisiert. Genau, aber ich muss einfach sagen, die Studienlage ist klar, die sind besser geschützt, und vor allem gegen die Delta-Variante. Alle anderen Risikogruppen impfen. Den Booster in meinen Augen finde ich verfrüht, sondern sollen die Impfhersteller einen neuen, einen targeteten Impfstoff herstellen. Ja, einen, der ausgerichtet ist auf die Variante. Oder dann aber haben wir Firmen, die hoffentlich bald auf den Markt kommen mit neuen Impfstoffen, die länger getestet worden sind, die wir dann einsetzen können. Entsprechend. Mhm. Impfung per se ist etwas Gutes. Nochmal, das ist ein Segen für die Menschheit. Hat dazu geführt, dass wir viel länger leben und gesund leben und nicht schon eine hohe Kindersterblichkeit haben. Aber bitte im richtigen Mass und nicht politisiert. Wunderbar, dann hoffen wir, dass das gehört wird und dass wir in die Richtung gehen. Und dass wir ich bin nicht so optimistisch, aber... Ich immer. Zum Wohl. Zum Wohl. Danke vielmals.